Mein Name ist Sabine Mühlberger. Ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin beim Diakoniewerk und ich arbeite im Haus für Senioren in Mauerkirchen. Für mich war schon sehr früh klar, dass ich in einen sozialen Beruf gehen möchte und habe dann nach der Schule mit 16 ein freiwilliges soziales Jahr geleistet. Und da wurde für mich klar, dass der Pflegeberuf das Richtige ist für mich und habe dann danach gleich die Krankenpflegeschule gemacht. Ich als Diplom-Krankenschwester bin verantwortlich für die medizinischen Belange unserer Bewohner. Das schließt ein sowohl zum Beispiel die Medikamentengabe, der Verbandswechsel, die Arztvisiten, alles was rund um die medizinisch-fachliche Pflege vonnöten ist. Ich würde sagen, mein Beruf ist sehr gut mit der Familie zu vereinbaren, durch die flexiblen Dienstzeiten, es gibt Wunschpläne. Und von dem her ist das Diakoniewerk für mich ein Arbeitgeber, wo Familie und Beruf gut zu vereinbaren ist. Das Besondere an meiner Arbeit im Diakoniewerk ist, dass ich eine große Verantwortung trage. Ich bin während meiner Dienstzeit für die medizinischen Belange von 80 Bewohnern zuständig. Die Bewohner sind über viele lange Jahre bei uns im Haus. Wir haben eine ganz andere Beziehung zu den Menschen. Es ist sehr heimelig bei uns. Es wird auf jeder Hausgemeinschaft frisch gekocht. Dadurch riecht es bei uns immer nach gutem Essen. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Und deswegen sage ich Ja zu meiner Arbeit im Diakoniewerk.